Schon seit den 90ern ist Matthias Obtenhövel nicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. Inzwischen ist der Moderator regelmäßig mit The Masked Singer oder der Sportschau im TV zu sehen. Bevor er zu einem der beliebtesten Moderatoren im deutschen Fernsehen wurde, fing Matthias klein an. Von 1994 bis 1997 arbeitete er in der Redaktion von Viva und war als Moderator und bei der Produktion von Beiträgen tätig. Ein Jahr später stand er schon mit Barbara Schöneberger für das sonntägliche Frühstücksfernsehen Weg ab auf Sat.1 vor der Kamera. Matthias Obtenhövel moderierte noch weit über 20 andere Sendungen, darunter Schlag den Raab, die Echo-Verleihung oder verschiedene TV-Total-Formate. Für seine tolle Arbeit als Moderator erhielt er auch schon einige Auszeichnungen. Eine seiner ersten war 2007 der Deutsche Fernsehpreis in der Kategorie Beste Moderation – Unterhaltung für Schlag den Raab. Zuletzt bekam er 2020 erneut den Deutschen Fernsehpreis verliehen in der Kategorie Beste Unterhaltungsshow mit The Masked Singer. In diesem Jahr können sich vor allem die Fußballfans auf Matthias freuen. Laut Bild wird er im Sommer die Bundesliga-Übertragungen auf Sat.1 moderieren. Während über seine berufliche Karriere alles offengelegt wurde, ist über das Privatleben von Matthias jedoch recht wenig bekannt. Nicht viele wissen, dass der Moderator bereits seit vielen Jahren glücklich verheiratet ist. Matthias und seine Frau Alexandra sind inzwischen seit knapp 30 Jahren zusammen. Kennengelernt haben sich die beiden 1992 bei einem Radiosender, wo Alexandra die Chefin vom Dienst und Matthias Praktikant war. In einem Interview mit Bunte von 2012 erzählte der Moderator über sich: In manchen Dingen bin ich spießig, aber das heißt ja auch stetig. Ich glaube an die lebenslängliche Ehe. Im Jahr 2012, nach 20 Jahren Beziehung, gaben sie sich dann das Ja-Wort. Ab und zu, wenn auch selten, sind Matthias und Alexandra gemeinsam auf dem roten Teppich zu sehen. Auch auf seinem Instagram-Account hält der Moderator sein Privatleben raus. Hier postet er überwiegend Bilder von seinen Jobs. Hin und wieder ist aber auch mal ein privates Freizeitfoto dabei. Aktuell hat Matthias Obtenhövel knapp 40.000 Follower, Stand April 2021 auf dem Social-Media-Kanal. Seine Fans lieben ihn. Danke an den weltbesten Moderator, schreibt ein User zum Beispiel. Und auch andere sind einfach nur begeistert von ihm. Die Sendung wäre halb so schön ohne dich, so ein Follower unter einem Post, den Matthias zu The Masked Singer teilte. Matthias Obtenhövel zaubert uns allen durch den Fernseher ein Lächeln auf die Lippen. Seine Frau Alexandra ist sicher stolz, so einen Mann an ihrer Seite zu haben.